Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie in Windows 10 in den abgesicherten Modus wechseln. Dieser Modus dient zur Diagnose des Betriebssystems, die Funktionen von Windows sind jedoch sehr eingeschränkt. Abgesicherter Modus sollte nur verwendet werden, wenn die Arbeit mit dem System blockiert ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Windows 10 im abgesicherten Modus zu starten. Die erste Möglichkeit. Gehen Sie zum Startmenü und wählen Sie Optionen. Gehen Sie im nächsten Fenster zum Menü Update und Sicherheit und wählen Sie Wiederherstellung. Suchen Sie im Abschnitt Wiederherstellung den Eintrag Spezielle Startoptionen und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt neu starten. Warten Sie danach, während Windows neu startet. Klicken Sie im Aktionsauswahlfenster auf Fehlerbehebung, dann auf Erweiterte Einstellungen und auf Startoptionen. Als nächstes benachrichtigt Windows Sie, dass der Computer mit zusätzlichen Startoptionen neu gestartet werden kann, von denen eine Enable Safe Mode, abgesicherter Modus, aktiviert ist. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Neuladen. Drücken Sie im nächsten Fenster die Taste F4 und warten Sie, während Ihr System im abgesicherten Modus startet. Die zweite Möglichkeit. Drücken Sie die Windows-Taste plus R auf der Tastatur und geben Sie msconfig ein. Markieren Sie auf der Registerkarte Download abgesicherter Modus, während Sie sicherstellen, dass das aktuelle Betriebssystem ausgewählt ist und markieren Sie eine der Optionen zum Laden des abgesicherten Modus. Ich empfehle Minimum. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK. Beim nächsten Neustart wird der abgesicherte Modus aktiviert. Die dritte Möglichkeit. Wenn Ihr System startet, Sie es jedoch nicht eingeben können, es wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die Power-Taste und klicken Sie bei gedrückter Shift-Taste auf Reboot. Befolgen Sie danach die Anweisungen in der ersten Methode und dem Neustart von Windows. Die vierte Möglichkeit. Wenn Ihr System überhaupt nicht bootet. Dazu benötigen Sie eine Bootsdiskette oder ein USB-Stick für Windows 10. Falls Sie keinen haben, können Sie diese auf einem anderen PC erstellen oder eine Wiederherstellungsdiskette. Informationen zum Erstellen einer Wiederherstellungsdiskette finden Sie im vorherigen Video. Ich werde zeigen, wie man mit Wiederherstellungsdiskette in den abgesicherten Modus wechselt. Gehen Sie dazu zu BIOS oder OFI und booten Sie von der Wiederherstellungsdiskette. In meinem Fall handelt es sich um ein EFI-USB-Gerät. Wenn Sie über eine Installationsdiskette verfügen, wählen Sie anstelle der Installation des Systems das Wiederherstellungsmenü. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Problembehandlung Eingabeaufforderung. Gehen Sie an der Eingabeaufforderung folgendes ein: BC-Debit Set Default Safeboard Minimal und drücken Sie die Eingabetaste. Wir sehen, dass Operation erfolgreich abgeschlossen.
Jetzt starten wir den Computer neu und Windows 10 startet automatisch im abgesicherten Modus. Um das automatische Laden des abgesicherten Modus zu entfernen, rufen Sie im Namen des Administrators die Befehlszeile auf Windows-Taste plus R und geben Sie CMD ein. Geben Sie an der Eingabeverordnung folgendes ein: BC Debit Delete Value Default Safeboard. Nach dem Neustart wird Windows 10 automatisch wie gewohnt gestartet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, das war alles. Viel Erfolg!